Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich mein Paket vom Wick Osterwichteln für euch. Ich hatte das große Glück, von René von Wick gezogen worden zu sein und entsprechend habe ich ein fettes Tasting Circle Päckchen bekommen und kann euch eine ganze Woche lang an dieser tollen Zusammenstellung teilhaben lassen. Heute habe ich Whisky Nummer 4 aus meinem Oster-Wicto-Paket für euch. Ja, es ist ein Glenmorangie aus der Wick Nymphs of Whisky Collection. 2007 destilliert, 2018 abgefüllt. Als ich das erste Mal gelesen habe, hatte ich einen totalen Knoten im Kopf und dachte mir so, wieso ist der Whisky nur ein Jahr alt? Ja, ich habe es nicht so mit Nullen. Er ist natürlich 11 Jahre alt, bringt einem einzigen Bourbon Hogshead mit der Nummer 5307. No? Letztes Mal hatte ich ja gesagt, zu dem Edward Dower hatte ich keine Informationen so richtig und hier habe ich, wie gesagt, wieder die exakte Fassnummer. 227 Flaschen, auch wieder total vergriffen, also wer eine hat, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob hier ein paar Wick-Fans unter euch sind. Ist übrigens Teil der zweiten Nymphs of Whisky Collection. Sowas geht ja irgendwie gefühlt immer an mir vorbei. Da bin ich noch nicht ganz so aufmerksam. Der zweiten Kollektion davon. Wow, also er beißt kurz in die Nase. Liegt auch daran, dass er mit richtig harten 61,9% ins Glas gefüllt ist. Also es ist eine Fassstärke, wieder mal. Ich glaube, bis auf der Edward Dower war bisher alles eine Fassstärke. Ich glaube, da steckt System dahinter, möglicherweise. Also könnte es sein, dass ich jetzt durchaus wieder mein Gesicht verziehe. Ich hoffe sehr, dass der Alkohol gut eingebunden ist. Glenmorangie habe ich gelesen, füllt normalerweise mit so 63,4% ins Fass. Der hat also in seinen 11 Jahren echt verdammt wenig Alkohol verloren. 63,4, 61,9. Ich weiß nicht, ob ich da mich jetzt verrechne, ob irgendwas da nicht hinhaut. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig Verlust für mein Gefühl. Unabhängig jetzt von dem hohen Alkoholgehalt habe ich hier eine gewisse Süße drin. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Es liegt irgendwo zwischen Frucht, Getreide und Schokolade. Eher eine Frucht, hätte ich jetzt gesagt. Oh, so was in die Richtung Mango oder so. Aber es ist schwer, weil der Alkohol so deutlich in die Nase steigt. Jetzt bei mir in diesem Moment. Muss ich dann mal schauen, ob ich den nachher noch mit Wasser verdünne und das nochmal probiere. Der ballert auf der Zunge. Oh, je, je. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur Alkohol habe. Aber er brennt schon ganz schön mit 61%. Meine arme Zunge. Trotzdem habe ich diese Süße, die ich auch gerochen habe. Das ist interessant, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Das ist exakt die gleiche Süße im Geruch, in der Nase, wie im Geschmack ist. Ist jetzt hier der Fall. Ich kann sie aber trotzdem noch nicht so richtig deuten. Ich probiere es jetzt nochmal. Und ansonsten kippe ich mir eine Nase Wasser rein. Der ist hinten raus sehr herb, holzig, salzig. Ein sehr herzhafter Charakter am Ende. Und am Anfang ist es so eine Mischung aus
Ich hatte jetzt Malz im Kopf und ich hatte eine Frucht im Kopf. Ich habe spontan an Aprikose gedacht. Kann natürlich auch totaler Müll sein, was ich jetzt hier gerade erzähle, aber das war so mein erster Gedanke. Es ist sehr, sehr schwierig für mich, weil der halt wirklich ordentlich reinballert. Also ich finde, hier ist der Alkohol nicht ganz so ideal eingebunden für den jetzt nicht Fassstärke trinkenden Trinker. Nicht so häufig Fassstärke trinkenden Trinker. Ist eigentlich ziemlich witzig. Ich behaupte immer, ich würde hier voll die krassen Whiskys trinken, voll rauchig und voll die Baller-Whiskys und dann kacke ich bei so einer kleinen Fassstärke ab. Na, noch ein Stück mehr. So, brav. Na, die Schotten machen das ja 50-50, weil sie sind geizig und dann haben sie noch ein bisschen was mehr von ihrem Whisky für ihr Geld. Woran erkennt man einen Deutschen am Tasting, im Tasting, an seiner Pipette? Na, ich versuche da so ein bisschen noch meinen Weg zu finden. Ach, wesentlich besser. Also jetzt, er wird dann zwar immer, er wird milder in der Nase, aber ich kann mich jetzt auch auf den Rest konzentrieren und es ist nicht mehr nur so, ich bin scharf. Also das Malzige habe ich persönlich trotzdem noch mit drin, wenn auch sehr dezent. Da steht eine Frucht davor. Und ich glaube, ich muss bei Aprikose bleiben, weil es ist nicht so richtig eine Orange. Orange ist, finde ich, saurer. Ich habe auch eine Pflaume oder eine Birne im Kopf. Schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Trotzdem auch eine gewisse Säure dabei. Das ist alles, was ich euch geben kann. Wow. Im Geschmack richtig, richtig mild auf einmal. Am Anfang, wie gesagt, exakt diese Mischung aus Aprikose, Birne und Pflaume, irgendwie sowas. Hinten raus das Herbe wird so ein bisschen gedämpft, obwohl so der ganz am Schluss, dadurch, dass er nicht von diesem Brennen begleitet wird, muss ich an Lakritze denken. Und ich bin ehrlich gesagt kein Lakritz-Fan. Interessant. Wird durch das Wasser richtig, richtig sanft im Geschmack. Brennt überhaupt nicht mehr. Sehr, sehr mild. Hinten raus, na, jetzt habe ich diese leichte Malznote. Ja, malzig, fruchtig, ein Hauch Lakritz, ein bisschen was Herbes dabei. Alles in allem jetzt gar kein schlechter Whisky. Glenmorray ist ja nur eher so eine Underdog-Brennerei, nicht allzu bekannt, aber entsprechend auch ein ziemlicher Geheimtipp. Wie gesagt, mein erster Glenmorray, den ich im Glas hatte, ja, kann man machen. Ne? Schwer jetzt auch zu sagen, dadurch, dass der Whisky vergriffen ist, ich jetzt dadurch keinen realistischen Preis für die Flasche aufrufen kann, aber kein schlechter Whisky, ein guter Whisky für Fans von diesem malzig-herben, fruchtigen, dieser Mischung und Fans von Fassstärken natürlich super geeignet. Mein Ding ist es jetzt persönlich nicht so. Glenmorray liegt am Fluss Lossy, in der Nähe des Flusses Lossy, westlich von Elgin. Elgin ist, finde ich, immer so ein Stadtname, der erinnert mich auch wieder total an Herr der Ringe. Liegt übrigens daran, dass Tolkien ganz oft, er war ja Brite und hat in Schottland immer Urlaub gemacht. Und wenn ihr mal so schottische Stadtnamen habt, die euch so super komisch bekannt vorkommen und so tolkienisch vorkommen, liegt das meistens daran, dass er sich von den Namen hat inspirieren lassen. Berühmtestes Beispiel ist Helm's Deep und Helm's Dale. Helm's Dale ist die existierende Stadt in Schottland, nördlich von Tain auf der North 500. Eine Route, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und Helm's Deep ist Helm's Klamm, die Schlucht in Herr der Ringe.
im zweiten Teil findet dort, glaube ich, die Stadt. Die Schlacht statt. Auf jeden Fall, Glenmore bedeutet übersetzt Tal der Siedlung am See. Das war Whisky Nummer 4. Jetzt ist nur noch einer übrig aus meinem Osterwichtel-Paket. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch das Video noch an. Und bis zum nächsten Mal. Slangy! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangy war!